Schlossherr ist eine Spezie, die ist ausgestorben. Die gibt es nicht mehr. Ich nenne mich Hofnarr. Weil es braucht einen gewissen Narr, um das alles auf sich zu nehmen. Gian Battista von Czarna ist der Hausherr von Schloss Reichenau im Bündnerland. Zu seinen Aufgaben gehört auch, die alte Turmuhr in Gang zu halten. Sie läuft ja nicht wie eine Atomuhr, also sie muss hier und da wieder nachgestellt werden. Wichtig ist, dass sie immer einige Minuten oder eine Sekunde vor der Kirchenuhr ist. Dann ist die Ordnung wieder hergestellt. Hier und da vergessen wir sie aufzuziehen, aber meistens soll sie schlagen. Es gehört ja zum ein Uhrwerk von so einem Haus ist ja ein Uhrwerk für das Ganze. Das Ganze ist ein Schloss aus dem 17. Jahrhundert, das Gian Battista von Czarna von seiner Mutter geerbt hat. Als Herrschaftshaus des Bündner Adelsgeschlechtes Schauenstein am strategisch wichtigen Zusammenfluss des Vorder- und Niederrheins erbaut, wurde Reichenau im Laufe der Geschichte mehrmals verkauft. Auch an die Familien Czarna und Planta. Die Eltern von Gian Battista von Czarna stammen aus diesen beiden Häusern. Er ist also eigentlich im doppelten Sinne Erbe von Schloss Reichenau. Als Kind hat er hier viele Ferien verbracht. Auf dem Dachboden werden Erinnerungen wach. Jedes Stück hat seine Geschichte. Möbel, in denen wir gelebt haben, hier zum Teil, und auch andere Sachen. Eben eine Mange, ein Tömbler, der hier hinten steht, den man von Hand getrieben hat. Darum sind sie auch noch alle hier, weil sie eine Beziehung haben. Wie das mit meinen Kindern ist, mit dieser Beziehung, das ist dann ein anderes Blatt. Das war das Esszimmer oder ist das Esszimmer. Und wenn wir als Kinder hier in den Ferien waren, ist man an diesem großen Tisch gesessen. Meine Großmutter in der Mitte, die hat das Zepter geführt. Es waren zwei Feen hier, die bedient haben. Es war eine Köchin, die Christel, also fast wie im Bahnhofroman. Es war alles perfekt. Die Christel war aus Österreich, hat hervorragend gekocht, ist sicher mitschuld an meinen heutigen Ausmaßen. Und am Nachmittag durfte man in das Schwimmbad gehen. Und wenn man nicht gehorcht hat oder Blödsinn gemacht hat oder eben gesprochen hat, ohne aufgefordert zu sein, musste man Mandalien ausschneiden im Park. Ich bin froh, dass ich diese Zeit erlebt habe. Das Haus ist ja gebaut worden für Bedienstete. Und jetzt stehen meine Frau und ich auf und bedienen uns selbst.